Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sag's wie es ist, ich bin durch. Zumindest psychisch. Ich meine, körperlich geht's langsam in die richtige Richtung, aber es macht keinen Sinn mehr. Erstmal der wichtigste und wahrscheinlich größte Punkt ist schon auch einfach mein mentaler Zustand. Der ist labil, würde ich mal sagen. Der Trainingsalltag ist ja schon irgendwie anstrengend. Ich denke, da geht es uns allen gleich. Es kostet Energie und ja, für mich sind Wettkämpfe, vor allem natürlich erfolgreiche Wettkämpfe, ja, so die größte Chance, mich eben wieder mit neuer, frischer Energie aufzuladen. Ja, und da kommt dann jetzt einfach zu der allgemeinen Ermüdung hinzu, dass die letzten zwei Wettkämpfe solche verquillte war, dass sie nicht nur nicht gereicht haben, um die Energie aufzuladen, sondern sie haben nochmal zusätzlich Energie gezogen, also loose an allen Ecken und Enden. Ja, und der zweite Grund ist so ein bisschen, ja, Reality Strikes Back, sage ich mal. Ich hatte mir bei der Saisonplanung hatte ich mir schon erhofft, in Portugal eine Chance zu haben, ein stabiles, ein gutes Rennen abzuliefern und dementsprechend dann auch um die Hawaii-Quali mitzukämpfen. Das ist einfach im Moment absolut unrealistisch. Ja, ich hatte einfach mit einer kontinuierlicheren Verbesserung gerechnet, aber im Moment geht es zu sehr auf und ab im Training. Beim Laufen, aber ja, vor allem auch natürlich auch beim Schwimmen. Ich muss einfach sagen, mein Körper reagiert im Moment nicht so, wie ich es aus den letzten, ja, mittlerweile fast 20 Jahren Leistungssport einfach gewohnt bin. Und ich persönlich, das kann jeder für sich, muss es irgendwie selber entscheiden, ich persönlich mache den Sport ja schon, ja, mit klaren Zielen und möchte bei solchen Rennen ums Podium, um die Hawaii-Quali mitkämpfen. Ja, das ist der Anspruch, den ich irgendwie an mich habe und da muss ich jetzt einfach im Moment auch so ehrlich zu mir sein, davon bin ich meilenweit entfernt. Wie geht's jetzt weiter? Ich mache jetzt erstmal Pause, ein paar Wochen ohne gezieltes, geplantes Trainieren, um einfach wieder mental frisch zu werden, ausgeruht zu sein. Ja, und danach werden wir uns mit Zettel und Stift hinsetzen und Pläne für die nächste Saison schmieden. Ich kann euch aber jetzt schon einige Aufgaben verraten, die ich in den nächsten Wochen und Monaten angreifen werde, die auf mich warten. Die größte Lücke, ist nichts Neues, entsteht ja bei der ersten Disziplin im Schwimmen. Und ich hatte es in einem der letzten Videos ja auch schon thematisiert und mittlerweile auch schon einige Dinge in die Wege geleitet, um da endlich auch mal über die nächsten Monate, über die Wintermonate einen Leistungssprung zu machen. Ich trainiere also ab sofort zweimal in der Woche hier beim örtlichen Schwimmverein mit. Und da habe ich schon bei der ersten Trainingseinheit gemerkt, die Intensität in der Gruppe zu realisieren, das ist einfach auf einem ganz anderen Niveau. Schon lange nicht mehr so schwere Arme gehabt. Mit dieser Gruppe habe ich übrigens auch schon im Vorfeld von der Challenge Rot 2021 im Sommer trainiert und ja, da hat es mir auch auf jeden Fall geholfen. Und zusätzlich haben wir uns jetzt mit einigen Triathleten hier zusammengetan, die so ungefähr auch auf meinem Schwimmlevel sind, um einfach die morgendlichen Einheiten etwas einfacher von der Hand gehen zu lassen. Kann man auch mental ein paar Körner sparen. Ja, und dann so dieses größte, übergeordnete Thema, warum es auch einfach jetzt nicht so läuft, wie es laufen sollte, könnte, ist, dass mir einfach die Grundlage fehlt im Moment, um überhaupt eine kontinuierliche Anpassung im Training zulassen zu können. Das betrifft hauptsächlich meine liebste Disziplin, das Laufen. Und das ist auch logisch, betrachtet man mal die letzten Jahre. Ich hatte den Erfolg im September 2021 mit der Challenge Rot. Dann im Herbst 2021 hatte ich mit der linken Achillessehne zu kämpfen. Das zog sich dann bis in den Januar 2022. Wurde dann im, ja, quasi fliegenden Wechsel von der dann ebenfalls entzündeten rechten Achillessehne abgelöst. Ja, das Problem ging dann schon bis Mai 2022, also ab Herbst 21 bis Mai 2022 quasi keine Laufkilometer. Ja, dann war halt irgendwie so diese panikartige Vorbereitung für den Ironman Cozumel. Das sah auch gar nicht so schlecht aus, da war ich schon ganz guter Dinge. Da hatte ich auch den ein oder anderen ganz guten langen Lauf. Aber ja, so richtig gut war das halt auch nicht. Und dann kam jetzt Anfang dieses Jahr im Januar noch die Diagnose mit dem Mittelfuß, mit der Stressfraktur im Mittelfußknochen. Also wieder komplette Laufpause bis etwa Mitte März. Ja, die Dinge, die ich jetzt gerade eben schon aufgezählt habe, also wie soll das funktionieren, ne? Und ich selber predige ja auch immer bei den von mir gecoachten Athleten, Kontinuität ist einfach alles für eine langanhaltende Leistungsentwicklung im Ausdauerbereich. Und genau das fehlt im Moment. Und deswegen haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, genau daran zu arbeiten. Und da ist einfach der erste Schritt,
die Saison jetzt zu beenden, sich zu erholen und zu sagen, okay, dieses Jahr hat nicht sollen sein. Wir sind uns nämlich auf jeden Fall nach wie vor sicher, das Potenzial ist da. Und ich persönlich bin auch noch nicht bereit, überhaupt über ein Karriereende nachzudenken. Also von daher würde ich mal sagen, jetzt erstmal all you can eat, Füße hochlegen und dann auf ein neues. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Peace. It's going down.